Nee, jetzt will er da nicht. Snappen, wie ich will, ja? Komm schon, snap, wie ich möchte. Ja, okay. Wenn man die Möglichkeit hat, dann ist das auf jeden Fall nicht dämlich. Ja, da stimme ich dir zu. Käfer sind auch nicht schlecht. Aber dafür muss man die Tierchen aber auch finden. Ich hatte schon immer wieder mal das Pech gehabt, dass ich die Tierchen gar nicht erst gefunden habe. Das war immer mein Problem. Vor allem hing es immer von der Map ab. Also auf Aberration habe ich die schnell gefunden. Auf den anderen? Nee. Es juckt, meine Nase liegt ja zerrissen. Hier ist kaputt. Einige Menschen. Ja. Also ich kann mich noch erinnern, ich bin auf The Center gefühlt einen ganzen Tag lang rumgeflogen und nicht In-Game-Tag, sondern effektiv einen Tag. Und ich habe trotzdem keinen gefunden. Auch einen Otter habe ich dort mal ewig und 3 Tage gesucht und nicht gefunden. Oder war das, oder was? Was war da für ein Tier? Nee, das war ein Käfer. Ein Kackekäfer. Oder eine Schnecke. Ja. Gachas auf Genesis 2. Also ich habe bis heute da keinen gesehen. Ich kenne Gachas nur aus Extinction. Aber auf Genesis 2 habe ich die da noch nie irgendwo rumlaufen sehen, bin ich ehrlich. Was? Du bist aber ein Glückspilz, ne? Ich war ja froh, wenn ich in Genesis 2 endlich mal geschafft habe, nach mehreren Tagen in mir einen Shadowman endlich zu zähmen. Alle Shadowmans, die ich mir versucht habe zu zähmen, ist dann immer irgendwie. Irgendwas ist immer schief gelaufen. Server-Update oder immer wieder aufgewacht, trotz dessen, wegen eines Bugs, dann plötzlich hängen geblieben, die ganze Zeit in der Laufanimation und. Ist immer etwas zu schief gelaufen oder plötzlich kamen dann andere Viecher aus der Umgebung an und ja. Und irgendwann habe ich es dann endlich mal geschafft, dann wirklich 2 High-Level-Pärchen zu bekommen. Und hab mir gedacht, so, das mache ich nie wieder. Und hab die bis heute noch nur noch zum Züchten, wenn überhaupt. Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Sie sind zwar nervig, aber ich kann sie wirklich sehr wärmstens empfehlen. Shadowmanes. Also ich bin alleine mit meinem Shadowman damit immer sehr gerne Chitin-Farmen gegangen. Im Rockwell-Bereich. Einmal die Mantis auseinandergenommen. Ja, aber wie gesagt, ich bin auf jeden Fall hellauf begeistert hier auf deinem Spiel. Ja, es hat auch. Man sieht es hier alleine am Trike. Es sieht halt noch sehr viel halt nach dem alten Spiel aus, halt. Also Evolved. Aber da haben die Entwickler ja gesagt, das werden die alles nach und nach bearbeiten. Das haben sie ja bei den Raptoren gemacht. Die sind ja schon größtenteils sehr überarbeitet oder sind sogar komplett überarbeitet, weiß ich jetzt gar nicht. Aber diese komplette Überarbeitung, dass es auch da Unreal Engine 5 zu spüren ist, wollen sie ja nach und nach. Mit den Erweiterungen, die ja sie ja noch hier freischalten werden, sag ich mal, weil die sind ja im Preis ja beinbegriffen. Zumindest steht es in der Beschreibung da, natürlich auf der Shopseite. Ich hoffe, dass sie sich auch dran halten.
dass die anderen, alle anderen Story Map Erweiterungen da mit drin sind in dem Preis. Und da haben sie ja gesagt, dass sie die Überarbeitung der Tiere mit damit auch einfügen werden. Man sieht man ja auch hier bei den Raptoren. Die sind auch ordentlich bearbeitet worden. Das merkt man. Ja, das ist auch wahr. Das ist richtig. Aber noch gibt es hier auch diese Probleme. Die hatte ich auch schon gehabt. Dass du hier schon mal einen Dino oder irgendeine andere Kreatur tötest. Und diese dir dann in den Boden backt, dass du sie gar nicht mehr abbauen kannst. Das passiert halt auch noch. Aber das kennen wir halt mag alle, ne? Würde ich mal sagen. Was ich immer lustig fand, ist, wenn dann plötzlich Haie aus dem Wasser rausgeschwommen sind und plötzlich in den Himmel geflogen sind. Das fand ich immer lustig. Oder auch Paraceratheriums. Habe ich, glaube ich, immer noch heute noch Screenshots auf dem Rechner rumfliegen. Oh, was lernen wir denn heute noch? Metallwater Intake, das brauche ich auf jeden Fall. Aber was ich irgendwie hier immer noch vermisse, sind die Wasserrohre. Die vermisse ich. Bin ich noch nicht so, also das Bausystem hier auch außerdem. Feiere ich sowas von. Zum Beispiel, wie gesagt, ich finde bisher immer noch keine Wasserrohre, sondern du hast wirklich nur noch diesen Metallwater-Intake und Metallwasserhahn. Und aus irgendeinem Grund habe ich dann, weil ich hatte, hier ist ja nicht mein erster Spawnpunkt gewesen, und mein Spawnpunkt war auch in der Nähe des Wassers. Und habe dann schon mal eine kleine Hütte gemacht und habe so ein bisschen rumprobiert. Da ist tatsächlich so, wenn man diesen Metallwater-Intake oder so, egal, mal diesen Intake halt in den Boden rammt, ist das ja so, wie du schreibst, Wasser über WLAN im Grunde genommen. Ja, tatsächlich. Als wenn das in einem Umkreis ist. Finde ich zwar ziemlich unlogisch, aber was soll's. Also, da frage ich mich nur, wie soll das dann hier funktionieren? Ich bin hier ganz, ganz weit aus vom Wasser halt entfernt. Deswegen. Aber so vom Bausystem her, alleine was man jetzt schon erreichen kann und machen kann, bin ich begeistert. Also, da haben sie sich wirklich Gedanken gemacht. Das spürt man gewaltig. Doch. Hexsattel ist, glaube ich, nicht verkehrt, ne? Den lerne ich auf alle Fälle. Tresor auch. Leuchtpunktvisier. Kompositbogen auch. Komm, gib her. Das ist auch für den Kompositbogen. Obwohl er es nur für Schaden macht, ne? Egal. Oh ja. Wasserrüstung. Was da? Ah, Chemielabor. Jetzt habe ich zu wenig Ingrams. Ah, ne. Dinge nicht gelernt. Okay. Ich glaube, ich muss halt aber langsam allmählich den Stein da weghauen, ne? So langsam, aber allmählich. Oder? Na komm, ich lasse den noch stehen. Ich weiß ja, muss ja immer noch hier gucken, wie ich was hier mache. Ich brauche hier außerdem noch ein Lager. Aber bevor ich das mache, baue ich erstmal da vorne die ganzen Wände, damit ich irgendwie für mich meine. Oh, verdammt. Meine Markierungen habe. Wo ich was hin tue.
Hoppala. Oh mal, jetzt will ich nur speichern. Dann kommt ja Dodos hin. Das ist Dodos. Ach, komm schon. Komm, setz richtig. Da, danke. Dann bin ich noch überlegen, ob ich auch noch eine separate Tür reinmache. Mal gucken. Oder hier auch einen kleinen. Was soll ich hier auch ein Fenster reinmachen? Das glaube ich gar nicht so verkehrt. Hier noch gucken. Schön. Hier den Durchgang. Ja, das passt. Das passt doch, würde ich sagen. Da. Eine Wand. Jede Wand. Was ist denn hier zum... Oh, verdammt. Ich hole mal einen. Wo mache ich denn? Dann mache ich hier noch eine Wand hin. Oder soll ich da auch ein Fenster machen? Ja, komm, ich mache auch ein Fenster. Da eine Fenster hin. Dann kommt hier eine Tür hin zum späteren Gewächshaus. So. Nimmt doch so langsam ein wenig Gestalt an. Finde ich gut. So, Triceratops, du musst einmal gelevelt werden. Dann kriegst du... Ja, komm, bis kurz vor 300 Nahkampfschaden. Dann kriegst du noch mal Schaden, Nahkampfschaden rein. Bisschen Gewicht. Wie mache ich denn jetzt hier weiter? Oh, Küche. Toilette. Räucherraum. Da vorne der... Das Gewächshaus. Ich brauche noch den Chemielabor für Narkotikherstellung und Taming-Material. Und noch Werkstatt und so. Frage ich mich jetzt. Mache ich die Werkstatt mit in diesem... Bleib weg. Du siehst sehr hübsch aus, aber du bleib weg. Ich hab kein Bier für dich. Oh nein. Ich muss mich mit dem anlegen. Ich habe keine andere Wahl. Der wird mich früher oder später so oder so anhitten oder meine... Raptoren. Ja, alles gut, alles gut. Ich laufe ja nicht weg. Abend ist ja noch jung. Ja? Ja gut. Wie gesagt, ich habe mich jetzt damit noch nicht so extrem befasst, um festzustellen, wie es halt 100% funktioniert. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass die Rohre halt auch sehr viel, glaube ich, in der Welt kaputt gemacht haben. Bei den Entwicklern, also was die Server und so angeht. Gerade weil Leute ja auch viel unter die Wand, unter die Erde gebaut haben, so wie ich auch, hust, hust. Und ich kann mir halt gut vorstellen, dass halt dadurch halt auch sehr viele Bugs halt zum Vorschein gekommen sind, weil du, wenn du mal sowas abreißen musstest, konntest du, kamst du halt nicht dran. Ohne irgendwie alles, komplett alles zu zerstören. Was es natürlich besser macht, das mit dem Wasser über WLAN. Da stimme ich voll und ganz zu, auf alle Fälle. Ich finde es halt nur, wie gesagt, ich kenne mich jetzt halt nicht so 100% damit aus, dass ich jetzt sagen kann, dass das auch gut funktioniert. Halt, sagen wir mal, ich habe jetzt hier meine Hauptbase, brauche hierhin Wasser
Und funktioniert dann, dass das von da bis hierher kommt? Das weiß ich jetzt natürlich nicht, ne? Das werde ich dann austesten. Ja, das kann ich auch nachvollziehen. Ich hätte auch unheimlich gerne viele von der S Plus Mod verwendet. Aber was mich damals halt sehr gestört hatte, diese S Plus Mod-Teile, wenn du halt hier in den Engrams reingeschaut hast, oder um die Sachen alle zu erlernen, dann sind Dinge dreifach und doppelt bei mir aufgelistet worden und ich konnte dann irgendwann teilweise gar nicht mehr auseinanderhalten, was ist jetzt S Plus und was ist jetzt vom Entwickler selber integriert worden. Und das war dann für mich dann irgendwann dann der Schlusspunkt, wo ich gesagt habe, okay, ich hau dann S Plus raus. Ja, es tat mir zwar weh, tierisch, weil die hatten Bauteile gehabt, die habe ich gefeiert damals. Aber alleine dadurch habe ich es dann damals kaputt gemacht, runtergeschmissen. Weil mich das halt einfach nur noch gestört hat, dass ich da Dinge gesucht habe und konnte dann einfach auch vom Text her nicht mehr auseinanderhalten, so was ist S Plus und was ist vom Entwickler halt offiziell gemacht worden von S Plus. Wollte ich zwar nicht, aber ging halt nicht anders. So, da haben wir das Dodo-Häuschen. Dann würde ich sagen, wir haben noch 90, ein bisschen mehr als 200. Dass ich dann jetzt hier vorne erstmal. Soll ich hier vorne erstmal da bauen? Ich meine, gut, ich brauche ja auch irgendwann wieder einen Schlafplatz, ne? Aber noch brauche ich das. Noch geht das eigentlich. Ich werde mache ich eigentlich hier das vorne. Stimmt, hier vorne kommt ja auch für Düngerproduktion auch alles hin. Dann könnte ich für Taming hier vorne das in der Ecke machen. Labor und Taming. Das würde eigentlich passen. Dann mache ich das so. Hängen, von wo mache ich das dann? Mache ich das von hier? Mache ich das von hier? Ich meine, Labor muss ja nicht groß sein. Ist ja nur eigentlich eine Chemiestation für Narkotikherstellung. Oder ja, zwei Chemiestationen. Einmal Narkotik, einmal für Munition, für Narkomuni, Flinte. Das wäre super. Das ist auch doof, ne? Dann stelle ich die Munition lieber bei der Werkstatt her, komme dann hier rüber und dann. Ich weiß gar nicht mehr, macht man den Narkoflinten Munition? Hält man nicht in der Hand, hält man nicht. Auch in der Werkbank. Oder ich mache hier wirklich hauptsächlich alles mit Taming hier vorne in der Ecke, also Narkosemittel und so. Genau, ja, in der Werkbank. Also war ich doch nicht ganz so verkehrt. Das heißt, hier vorne. Alles gut, alles gut. Ist nicht so schlimm. Ich werde es wahrscheinlich später noch herausfinden, oder? Warte mal. Machen wir mal ganz einfach. Ich habe es ja schon gelernt. Es steht ja in der Regel ja meistens da dran. So. Ein wirkungsvoller Pfeil gefüllt mit betäubendem Gift wird in dem Jagdgewehr verschossen. Kann ich mit Aufsätzen benutzt werden? Narkosemittel mit Koller und einfache Gewehrmunition benötigt 30 Engram. Wird hergestellt in der Werkbank, ja. Oh, seit einem halben Jahr. Okay. Das ist lang. Aber kann ich nachvollziehen. Diese Tage hatte ich auch schon gehabt. Oder Monate. Aber ja, ist tatsächlich in der Werkbank.
Hände in der Werkbank hergestellt. Das ist dann meistens dann immer mit Metall und alles. Ja, warte. Ruhe ich mal eben. Was bräuchte man dafür? Einfach eine Gewehrmunition, Metallbarren und Narkosemittel. Uff, 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 uff. Stelle ich dann hier noch eine separate Schmiede hin dafür? Ich dann mal gucken, ich habe immer Metallbarren und einfach Gewehrmunition drin. Glaube ich gar nicht verkehrt, ne? So ein Taming-Raum oder Taming-Bereich, wo ich hauptsächlich Narkosemittel und alles herstelle, alles zum Taming. Glaube ich gar nicht so verkehrt. Gerade im Haupthaus, dann, wenn es mal schnell muss, dann kommt, ich pack mir die Sachen einfach ins Inventar und dann hat sich's. Frage dann. Hier oder hier? Was war das für ein Geräusch? So, da läuft schon ein Fiomina rum. Ein Fiomina. Oder Fiomia. mache ich mir dann hier eine Ecke? Oder nicht? Brauche ich denn dann hier diesen großen Raum? So, die Küche habe ich da vorne. Da vorne kommt das Dodo-Haus hin. Da kommt Gewächshaus plus, wie heißt das jetzt? Düngeherstellung hin. Da habe vorne habe ich den Garten. Vielleicht auch mit später einen Elevator, Fahrstuhl, so. Und dann habe ich hier vorne in der Ecke auf jeden Fall Taming-Bereich. Die Rüstungen auch dahin tun. Muss gerade einen Moment darüber nachdenken, wie ich das hier bauen möchte. Mal habe ich ein Problem, dass mir nicht immer alles einfällt, was es noch so alles gibt oder wie man das den Platz nutzen kann noch. Weil ich möchte das auf jeden Fall separat halten von einer Werkbank, also Schmiede und so. Ich sag mal so, wer kennt's nicht, der wirklich lange Ark gespielt hat, ne? Jeder weiß, wie groß die Tiere werden. Jeder weiß, wie groß die Maschinen werden können. Vor allem die ganz große, um Metall zu schmelzen. Oder packt oder irgendeiner packt sich dann überall ganz, ganz viele kleine Schultertierchen da ins Raum, in den Raum rein. Nein? Oh, schade. Ich liebe das Bauen. Oh ja. Das ist so mein Punkt. Da kann ich sehr, sehr, sehr viel meine Kreativität reinstecken. Oh, ja, okay. dann kann ich das voll und ganz nachvollziehen. Wenn man dann im Real Life noch Maurer ist, dann, ja. Dann hat man, glaube ich, auch irgendwann mal die Schnauze voll, Dinge zu bauen. Ja, warum auch nicht, ne? Und so baue ich zum Beispiel unheimlich gerne. Ich meine, ich mache alles andere auch sehr gerne. Die Farmerei, ist natürlich je nach Saurier für mich nervig. Also wenn ich einen richtigen Saurier für die richtige Ressource habe, dann klar, gerne. Gib mir mehrere Brontos, ich mache sie dir voll. Oder andere Tiere. Aber jetzt so mit der Hand alles farmen, ist halt sehr mühselig. Ich mag es nicht, ich tue es zwar, aber ich hasse es wie die Pest gefühlt. Ja.
das Übertreiben, das kenne ich. Das kenne ich. Da hättest du einige meiner Bauten sehen müssen auf manchen Servern. Oha. Ich habe zwar lange an diesen ganzen Bauten gehangen, aber ich habe sie teilweise so durchgeplant. Meine Dächer und alle Wände sind zwar nicht immer 100% so reingegangen, also aneinander gesnappt, wie ich gewollt hätte, konnte aber die Sachen immer so kaschieren, dass es nicht mehr aufgefallen ist und habe teilweise dann so mit Dächern und Böden herumhantiert, dass ich es immer irgendwie geschafft habe am Ende, auch wenn es wirklich extrem lange gedauert hat, dass es ausgesehen hat, als wenn es eine ganze Sache wäre, als wenn es alles zusammenhängen würde, obwohl es das überhaupt nicht ist, obwohl es eigentlich halt kreuz und quer zusammengesteckt ist. Ja, das habe ich auch. Also auf dem Singleplayer auf Ark War Wie Evolved habe ich das ebenso. Also ich habe bis heute da Dinge nicht komplett fertig, weil aber auch gewisse Komponente fehlen wie Element und so, weil ich da halt auch Elementbauteile auch schon eingeplant habe. Aber das wird hier hoffentlich nicht der Fall sein, dass hier mal nichts nicht fertig wird. Also ja, dass Verbesserungsmöglichkeiten da sind oder nach und nach. Okay, aber ich hoffe doch sehr, dass ich die Dinge hier nicht so lange so offen stehen lassen werde. Das hoffe ich sehr. Und ich habe damals auch, oder bis heute noch sogar noch extrem groß gebaut. Einfach immer nur, wo das ja noch nicht war, wo die Tiere stehen bleiben konnten zum verpaart werden. Mittlerweile ist das ja alles, dass die stehen und dann nebeneinander einfach nur stehen bleiben können und können sich verpaaren. Wenn du diesen Paarungsmodus anmachst. Damals war das ja so, du musstest ja Räume und alles bauen, damit die in einem kleinen Radius drin bleiben. Und sich verpaaren, das ist. Du hattest ja damals keine andere Wahl. Ja. Ich kann ich auch nur von ein Liedchen singen. Die sind ja aber auch süß, die Jaboas. Die sind doch auch niedlich. Ich hatte es immer mit den Leuchtetierchen gehabt von Aberration. Die kleinen Vögel und die kleinen Echsen. Nur den Bulldogs, die nicht so wirklich. Aber vor allem mit den Vögeln oder so, oder mit den kleinen Ziegen. Wenn ein hübsches an mir vorbeigelaufen ist, egal welches Level, ich habe mir da mitgenommen. Scheinhuhn, genau. Ich komme hier gar nicht mehr weiter, ey. Ich verquatsch mich gerade hier die ganze Zeit. Ich glaube, das muss ich aus YouTube rausschneiden. Wenn das zu lange dauert. Nein, Quatsch. Ich mache nur Spaß. Ah, schön. So, aber doch, ich muss den Stein wegmachen jetzt. Jetzt habe ich keine andere Wahl. Du musst weg. Oh ja. Ja, ganz genau. Das war bei mir mit Halloween immer so schlimm. Schwarz, rot, orange. Ich habe bestand immer auf dieses ganz dunkle, düstere. Oder sobald ich irgendwo ein Albino gesehen habe, ach. Ich habe ja von dem und dem Tier noch gar kein Albino. Ich brauche das Albino-Tier noch. Oder zu Ostern die. Oder nee, nicht Ostern, weil die Valentinstierchen, diese ganz rosanen und pinken. Oh! Das war. Ja. Ja, weil die Zeit ist einfach so cool. Die pink und alles. Ja, und rosa. Oder dann musste man noch die Skins haben und die Chibis und dann hat man noch ewig daran gehangen und oh. Dann kommt eigentlich noch das Real Life noch dazwischen irgendwo. Und dann ärgert man sich, dass man das nicht machen kann. Dann hat man es irgendwie aus dem Blick verloren und dann lässt man es komplett sein und ja.
Und dann farmt man, versucht man die ganze Zeit, das nur das eine besondere Chibi zu bekommen, bekommt es nicht und dann ist man frustriert. Das war zumindest bei mir der Fall. Ich habe immer wieder versucht, ganz spezielle Chibis zu bekommen und habe sie nicht gekriegt. Ärgerlich. Ja. Das fand ich bei den Drachen unheimlich schön, das Giftgrün. Na, ich habe so ein Faible an kleinen süßen Tierchen, daher, ja. Daher, dass ich selber eine Mutter bin, springe ich sehr schnell auf sowas an. So alles, was so klein, süß aussieht und so ein bisschen babyhaft ist. Ja. Mutterinstinkt lässt grüßen und so. Drachen, ich liebe Drachen. Das sind meine Lieblingstiere. Ich habe nicht ohne Grund ein Drachentattoo auf Bauch. Und irgendwann kommen auch die Flügelchen am Rücken. Ja. Wobei die Flügelchen, die sind ja nicht 100% Drache. Und ich sag's mal so, mein Avatar ist ja nicht ohne Grund ein Drache. Oder beziehungsweise in meinem Fall ist es ein Engelstigerdrache. Das ist, ja. Ich bin damals hingegangen, ich habe Plattformen, runde Plattformen gebaut, nur für Drachen, damit die alle in den Kreis stehen können und alles. Nach dem Motto, die beschützen jetzt ein bestimmtes Gebäude oder so. Ja, okay, die Kristallen, die hatte ich nicht. Ich habe halt damals nie auf Crystal Island halt gespielt. Leider nicht. Hab sie mir mal, bin ich auch ehrlich, im Singleplayer mal erspawnt, um sie mir mal anzuschauen. Ja. Aber mir selber geholt, daher, dass ich auch nie auf Crystal Island war, kam ich halt nie in den Genuss. Dafür hatte ich aber ja die normalen Drachen auf jeden Fall und tatsächlich auch Zombie-Drachen. Also auf dem Singleplayer-Welt zumindest. Nee, gezüchtet habe ich die nicht. Also zu dem Zeitpunkt, wo ich sie in Anführungszeichen gezüchtet habe, war es eigentlich nicht möglich. Ich habe sie halt mit einem Trank halt züchtbar gemacht. Und als es dann endlich dann offiziell drin war, dass man die züchten konnte, habe ich es halt nicht mehr gemacht. Das ist schon ein bisschen doof. Ja, doch, ich habe an und für sich doch gerne Drachen genutzt. Alleine dieses, man kommt schnell von A nach B. Und, ach komm, ich brauche mal Fleisch. Ja, komm, ich nehme mal neben den Drachen. Ich muss Gebäude bauen und abmessen. Ja, ich nehme den Drachen.